Wenn es nicht läuft, geht es bekanntlich nie lang, bis die FCL-Spieler unangenehme Fragen beantworten müssen. Lustig ist das für sie natürlich nicht. Vor allem dann, wenn die Fragen von Fußball-Experten gestellt werden. Experten, die wir im Kidscamp vom FCL gefunden haben. Allerweise, letztes Jahr sind sie mega gut, sind dieses Jahr nicht mehr so. An was liegt das? Ja, es ist schwierig zu sagen. Letztes Jahr sind wir sicher super gestartet in die Meisterschaft. Wir konnten viele Matches noch drehen, auch wenn wir irgendwie hinten drin waren. Oder ja, auch mit ein bisschen Glück haben wir noch den Match gewinnen. Und dieses Jahr ist es recht umgekehrt. Wir haben unsere Chance, aber können sie leider nicht verwerten. Aber wir sind positiv gestimmt, dass wir am Sonntag 3 Punkte holen. Michelle Renkli, wenn wir einmal schlechte Noten heimbringen, dann stimmt die Mami ein bisschen. Ist das beim Trainer auch so? Also. Ja, ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, ob man gewonnen hat oder nicht. Ich glaube, wenn man verloren hat, wird natürlich mehr analysiert. Das ganze Spiel, wie auch die einzelnen Spieler. Und da kommt sicher auch zur Einzelkritik. Alle, wie sie lange nicht mehr gewonnen, sind sie nervös. Ja, nervös ist das falsche Wort. Ist klar, wir sind ein bisschen verunsichert. Oder wir werden sicher das nächste Heimspiel gewinnen. Wir haben jetzt 2 Heimspiele gehabt, gegen St. Gallen und jetzt am Sonntag noch gegen GC. Und es ist wichtig für uns, dass wir am Sonntag ein positives Erlebnis haben und können die 3 Punkte heimnehmen. Im Heimspiel gegen GC will der FC Luzern also jetzt den ersten Sieg feiern. Aber was müssen Spieler anders als in den letzten Match machen, dass sie endlich einmal gewinnen? Also ich würde sagen, dass sie mehr offensiver spielen und die Verteidigung ein bisschen sattelfester werden. Wenn sie mal eine Chance haben, einfach mal draufschiessen, nicht lange warten, viel Pässe spielen, den Gegner müde machen und ja. Ich hoffe jetzt, dass sie endlich mal viel mehr Goal schiessen. Und dass das mit dem Goalschiessen dann sicher auch klappt, haben die jungen Fußballer den FCL Stars gerade selber gezeigt, wie das geht. Goalschiessen geht doch anders. Ich zeige euch jetzt mal, wie Goalschiessen geht. Anschauungsunterricht hat genützt. Auch Michel Renkli trifft das Goal nach einer herrlichen Freistoßvariante. Hoffen wir, dass die FCL-Fans auch am Sonntag alle Grund zum Jubeln haben.